Alter, Verwalter, ey. Ich krieg das nicht gebacken. Jetzt habe ich die wieder da. Jetzt habe ich 3, 2, 1. Okay, aber mal einen Moment verlassen. Ich lasse sie mal. Vielleicht passierten, wenn ich Paketstufe 1 mit einer starken Taube losschicke. Und schon, Leute. Geht die dann ganz normal. Sie sollte das mal hier unten drunter, so wie die anderen, oder? So wie ich mir das vorstelle, ist, dass die hier gegen das Schild fliegen. Ich habe hier diese Geschenk... Gegen das Schild fliegen und dann... Geschenkgutscheine, Wein, Adresse... Und mir dann Roboter mittendrin quatscht. Nee, dass die dagegen fliegen und dann runterfallen halt. So, jetzt haben wir ein normales Stufe 1 Paket. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Pack. So, jetzt kommt die große Taube. Aber jetzt haben wir keine Klickerfolie. Na. Puh, was mache ich denn da? Muss ich die wieder auf Crack setzen? Hey, ich soll... Kein Plan. Kann ich jetzt noch mehr? Naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Magnetfeld, du Scheibengeister. Ich will das ja auch nicht überspringen. Ist ja doof dann. So, jetzt habe ich hier keinen. Jetzt kann ich die so drehen, dass ich so und so habe. Bringt mir aber herzlich wenig. So, jetzt habe ich die wieder umgedreht. Jetzt habe ich da 3. Ja, mal sehen, da stürzt der nur ab. Puh, Sabusa Balusa. Wenn ich gerade leise bin, dann überlege ich gerade, also nicht wundern. So, jetzt habe ich den so, jetzt habe ich aber keinen da in der Mitte. Also wenn ich den jetzt nochmal so drehe, dreh dich mal so. Und ich jetzt so mache. Moment. Jetzt bewege ich dich. So. Mann, nee, die lassen sich irgendwie immer nicht drücken. Jetzt erscheine Knopf. So. Jetzt habe ich hier keine. Aha. Was passiert denn, wenn da kein... Ich lasse sie mal. Vielleicht... Wenn da keine ist. Das war Stufe 2. Also muss ich die hier mal eben wieder auf Normalbetrieb bringen. Und schon, Leute. Bin ich schon mal gespannt. Ich habe hier... Ein was? So, da kommt das Paket. Da kommt das Stufe 2 Paket. Da kommt der Knickerfolie. Knick ein. Taube aus mittlerem Taubenverschlag wird gestartet. Mittlerer. Kurr.
Aha. Okay, da kommt überhaupt keine Taube raus. Gut, also ist das auch nicht der Rätsellösung. Alter, Schabutzki, ey. Kurr. Kurr. Wie krieg ich jetzt hin? Jetzt kann ich überhaupt nicht mehr machen. Kurr. Oh Mann, ey. Kurr. Bin ich durch. Huch. Kurr. Ja. Puh, ja, nee. Gut, also wenn ich versuche jetzt noch 5 Minuten, dann habe ich 40 Minuten hinter mir und wenn ich jetzt danach nicht habe, dann mache ich eine Aufnahmepause. Und probiere mal offline ein bisschen rum, beziehungsweise, nee, weil andere bleibt ja nicht übrig. Will ja keine Komplettlösung benutzen. Muss ich rumprobieren und schauen, was ich da hinkriege. Jetzt ist die einer bei der 2, die 3 ist bei normal und die 2 ist bei der 1. Ich muss aber die einer zu der 3 kriegen. Geht doch eigentlich gar nicht von dem, was ich hier sehe. Jetzt ist da wieder keine. Alter. Go. Jetzt haben wir überall 2 wieder. Jetzt haben wir 3, 2, 1. Wir brauchen doch eine Gaffel hier. Ich lass sie mal. Vielleicht. Ich bin gerade ratenlos. Was war das? Moment. Kann aber auch nicht die Ware vom Ei sein, ne? Was macht der denn da? Na gut, schauen wir mal. Ich habe... Mach mal. So. Knicke die Knacke, ja. Taube. Und da kommt jetzt die Taube. Kurr. Aber die hatten wir doch eigentlich schon mal. Also das haben wir schon ausprobiert. Und die stürzt da hinten ab. Kurr. Ja, nee, doch irgendwie. Also kann sein. Gut, ich weiß gerade nicht weiter. Ich probiere das mal so ein bisschen offscreen weiter. Mal sehen, ob ich da mittlere oder irgendwie kriege oder ob mir noch irgendwas einfällt. Ich mache an dieser Stelle erstmal eine kurze Aufnahmepause und wir sehen uns dann, ja, ich würde mal sagen, gleich wieder, beziehungsweise in der nächsten Folge, je nachdem, wie ich schneide. Aber bis dahin sage ich erstmal Tschüssikowski. Jo, so, da sind wir jetzt wieder. Ich habe jetzt offline ein bisschen rumgespielt und muss sagen, ich bin jetzt eigentlich total durch Zufall drauf gekommen. Hab einfach mal hier und da unten oben und jetzt habe ich jetzt eigentlich so weit, dass ich jetzt nur noch hier drehen muss und dann habe ich das Scheißvieh endlich in der Mitte. Wird ja auch langsam mal Zeit hier. Ich lass sie mal so. Vielleicht. Puh, ja, war wirklich einfach nur totaler Zufall. Keine Ahnung, irgendwie.
nicht mehr das nicht hier ich reden. Ich habe hier diese Geschenkgutscheine aus. Sei mal ruhig, ich überlege nicht. Ja, ich spreche gerade. Was? Ein Gutschein ist Adresse. So, leck los. Schneller! Frankierung ist überbedingst. Knigge die Knack, yeah. So, jetzt haben wir ja die kleine Taube, die ein schweres Paket betätigen soll. Damals. Gurr. Huzza! Du schaffst dich mal über den Berg. Polsterfolie. Ah, Knickerfolie. Wer liebt sie nicht? Knicke die Knack, Knick, yeah, mitnehmen. Knick. Ich sag mitnehmen. Knick. He, he. Dann lauf eben drauf rum. Los. Knick, knicke die Knick. Oh, yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh, yeah. Wie du willst. Ich geh mal raus. Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Ja, so würde man sagen, geh noch mal rein. Ja, ich finde, der sieht happy aus. Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich aus. Genau. So, Ersatzkatzenschublade. Eine Ersatzkatze. Hey, der Kasten der Ersatzpostkatzen ist gepolstert. Ja. Mit Ersatzpostkatzenkastenmatratzen. Hör bloß auf mit dem Scheiß. Nimm die mit. Eine für sofort und eine für unterwegs. Ist der jetzt echt? Ach du Scheiße. Na gut, machen wir mal zu. Ein Zettel. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dem Post... Ein Ziffernblatt. Warte. Jemand hat Löcher in dem... Ja, schau dir den Scheiß nochmal an. Aha. 1, 3, 2, 3. Aha. Eins, drei, zwei, drei. Das war wohl falsch. Aha. Gut, wenn ich jetzt hier so sehe. Eins, das müsste die drei, die vier, die sechs und neun, oder? Nee, stimmt, kann doch gar nicht stimmen. Ob es einen Zusammenhang zwischen dem Zettel und dem Code gibt? Bestimmt nicht. Doch. Sonst wäre ich schon längst darauf gekommen. Hack drauf, du! Manu! 1, 3, 2, 3. Moment, ich probiere gerade mal was. Theoretisch wäre das jetzt irgendwie hier, aber das schließt es ja auch. Und jetzt hier? Wieder falsch. Nee. Halt, nein, nicht. Bleibt hier. 1, 3, 2, 3. Lasset ihr mich überlegen. Heißt das die erste Reihe ganz oben, dritte Reihe ganz unten? Also links unten. Dann zweite Reihe Mitte und dritte Reihe rechts. Probier mal. Also erste Reihe rechts. Dritte Reihe ganz unten. Zweite Reihe Mitte. Und dritte Reihe ganz rechts. Wieder falsch. Nee, auch nicht. Mann, jetzt bleib hier. Oh.
360, 116, 2 für 5 und 4, 8, 9. Heißt das jetzt 3, 1, 2, 4? Probieren wir mal. 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2 und 4. Wieder. Okay, das stimmt nicht.